Freier Handel setzt Millionen Tonnen von Gütern in Bewegung. Er bringt vielen Wohlstand in der Welt. So weit, so gut. Protektionismus und Abschottung gelten als böse. Donald Trump erhebt Strafzölle auf Stahlimporte. Wir Europäer und China drohen zurück. Der Beginn eines Handelskrieges? Ich will, dass wir alle Zölle eintreiben, auch von den Importeuren, die tricksen. Das sind Betrüger. Was wäre, wenn gar nichts mehr importiert werden würde, unsere Supermarktregale leer wären? Zum Glück ist das hier nur ein Werbespot. Warum sich Länder trotzdem abschotten wollen? Dieser Film zeigt, wie beim weltweiten Handel getäuscht wird und welche Rolle wir dabei spielen. Deutschland kann nicht erwarten, dass der Rest der Welt von uns Waren kauft und wir halten uns gleichzeitig beim Kauf von Waren aus dem Ausland zurück. Der Streit um den freien Welthandel steckt voller Widersprüche. Während wir uns als Exportweltmeister feiern, zerstört der freie Handel immer auch Existenzen. Bei uns und anderswo. Das ist David gegen Goliath, nur andersrum. Goliath gewinnt und die EU ist Goliath in diesem Spiel. Wer sind die wahren Gewinner? Und ist der freie Handel wirklich so frei, wie er sich nennt? Hamburger Hafen. Von hier aus werden deutsche Güter in alle Welt exportiert. Und 9 Millionen Container pro Jahr kommen an. Die meisten davon aus China. Hamburg ist Einfallstor für Waren aus Fernost. Was in die EU kommt, wird verzollt. Autos aus Asien oder den USA zum Beispiel mit 10% Importzoll, Bekleidung 12%. Smartphones gar kein Einfuhrzoll. Zoll ist kompliziert. Es gibt tausende sogenannte Zolllinien mit zahllosen Varianten, um die sich Gabi Janssen und Eva Hoffmann vom Hauptzollamt Hafen kümmern müssen. Die beiden kontrollieren, ob die Importwaren richtig deklariert sind. Denn es gibt zahllose Schlupflöcher. So. Ja, es soll gemeldet ist das als Mikrofaser-Trockenmantel. Für ein Tier, für ein Haustier. Genau, aus Polyester gewirkt. Genau. Also offensichtlich, denke ich mal, soll das für einen Hund sein, so von der Größe her, würde ich mal sagen. Made in China ist es auch und in unterschiedlichen Größen haben wir es auch. Also für einen mittelgroßen Hund offensichtlich. Die beiden prüfen, ob die Hundedecke Lederteile enthält. Dann wäre weniger Zoll fällig. 100% Polyester. Also im Moment werden 12% Zoll erhoben und als Sattlerware wäre er begünstigt mit 2,7%. Warum der Zoll so unterschiedlich ausfällt, wissen Sie nicht. Das legt die EU fest. Sie prüfen nur den Inhalt der Container. Also ich selber bin jetzt viele Jahre schon im Hamburger Hafen tätig und man hat immer gar nicht das Gefühl, dass Deutschland Exportweltmeister ist, sondern dass die meiste Ware halt wirklich aus China kommt. Also die Chinesen können fast alles. Premiere. Ja. Mhm. Angemeldet ist Haarreifen mit einem Heiligenschein. Na, sowas. Okay, und noch der Zusatz, ich blinke. Genau. Es gibt den klassischen Haarreifen aus Kunststoff, der mit 2,7 angesetzt werden würde. Und dann gibt es einen Haarreifen in der Richtung Haarband, wo dann ein Spinnstoff mit dran ist, wo man in Textilien reingeht. Dann haben wir eine Abgabenbelastung von 6,3%. Ja. Selbst für die beiden Profis eine echte Herausforderung. Jetzt sollte er gleich leuchten, bestenfalls. Wir nehmen eine Probe. Würde ich auch sagen. Mit Rückstellprobe. Ja. Weil hier das nicht eindeutig für uns zuzuweisen ist, in welche Abgabenbelastungsrichtung es geht. Ja. Es kann bei 6,3 landen, es kann auch wie angemeldet bei 2,7 bleiben.
Ein Gutachten muss klären, wie der Haarreifen zolltechnisch eingeordnet wird. Die Frage ist, wozu sind Importzölle überhaupt gut, außer für die Staatskasse? Ja, was soll ich sagen? Also letztendlich die heimische Wirtschaft zu schützen, die vielleicht auch noch in der Haarreifenherstellung tätig sein sollten. Auch wenn die deutsche Haarreifenindustrie nicht sonderlich bedeutsam sein mag, kann es stimmen, was die Zöllnerinnen sagen? Dass der Schutz der heimischen Industrie eine Rolle spielt? Im freien globalen Handel? Wir sind im thüringischen Hildburghausen. Hier sitzt die renommierte Firma Merida Centurion von Wolfgang Renner. Mr. Fahrrad war früher nicht nur einer der besten Querfeldeinrennfahrer, er hat auch das Mountainbike nach Deutschland gebracht und ist heute ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ob Fahrrad oder Elektrobike, die Geschäfte laufen wie geschmiert. Und woher kommen seine Räder? Das ist jetzt ein Rad made in Germany. Das ist nicht made in Germany. Aber das ist ein deutsches Rad? Ein deutsches Rad, ja. Ja. Woher kommt zum Beispiel der Rahmen? Der Rahmen, der kommt aus China, wie so vieles. Wird lackiert in Taiwan und wird dann in Taiwan aufgebaut und hier komplett kontrolliert. Ein Rad in Deutschland designt, in Taiwan zusammengebaut, mit chinesischem Rahmen. Ein solches Fahrrad kostet 15% Zoll bei der Einfuhr in die EU. Wenn das Rad aber komplett aus einer chinesischen Fabrik direkt nach Deutschland käme, müsste der Importeur zusätzlich stattliche 48,5% Strafzoll bezahlen. Warum? Weil die Chinesen ihre Fahrräder viel günstiger herstellen als wir. Stolz präsentiert sich hier die chinesische Firma Fushida als größte Fahrradfabrik der Welt. In einem Firmenvideo. Der chinesische Staat subventioniert solche Betriebe. Nicht nur deshalb produziert China konkurrenzlos billig. China könnte mit seiner Kapazität von 100 Millionen Fahrrädern pro Jahr den ganzen Globus überschwemmen. Ein Albtraum für Firmen wie die von Wolfgang Renner. Der Strafzoll, den die EU festlegt, schützt die europäische Fahrradindustrie. Protektionismus muss halt manchmal sein. Ohne das kommt man oft nicht aus. Der Sinn ist es, dass die Wirtschaft faire Bedingungen hat. Wir sehen das in teilweise in anderen Bereichen, wo Staaten subventionieren und dann viele andere Hersteller keine Chance mehr haben und der Markt verzerrt wird. Also es geht um Arbeitsplätze in Europa? Es geht um Arbeitsplätze und um Fairness natürlich. Der Strafzoll bewirkt, dass chinesische Fahrräder bei uns teurer werden. Quasi ein Importhindernis. Aber eben auch Protektionismus pur. Die Rahmen, die aus China kommen, werden deshalb in Taiwan bearbeitet. So fällt kein Strafzoll mehr an. Bei uns werden die Räder mit chinesischem Rahmen dann nur noch entmontiert. Das beschäftigt mehr als 100.000 Arbeitnehmer in Europa. Wolfgang Renner freut sich natürlich, dass der protektionistische Strafzoll die chinesische Konkurrenz draußen hält. Er kennt aber auch all die Tricks im internationalen Fahrradgeschäft. Handelskrieg mit allen Mitteln. Als die EU den Strafzoll für Fahrräder aus China verhängt hatte, kamen plötzlich Fahrräder aus Kambodscha, Malaysia, Indonesien und anderen Ländern in die EU. Als klar wurde, dass es sich um chinesische Räder handelte, wurden auch Strafzölle gegen diese Länder verhängt. Jetzt exportierte plötzlich Tunesien. Resultat: ein neuer Strafzoll. Chinas Industrie probierte es auf allen Wegen. Heute kommen vor allem Fahrradteile aus China. Die Rahmen werden anderswo bearbeitet, etwa in Taiwan. Dort findet die Wertschöpfung statt. Bedeutet, kein Strafzoll mehr bei der Einfuhr in die EU.
Wie es aussieht, wenn der Fahrradmarkt nicht durch Strafzölle geschützt wird, zeigen die USA. Brian Keswick in Philadelphia hat in seinem Fahrradladen früher nur die großen, stolzen amerikanischen Markennamen verkauft, die ihre Bikes in den USA produziert haben. Seit einigen Jahren ist alles ganz anders. Der eine oder andere Markenname ist zwar geblieben, doch die Herkunft ihrer Räder ist immer dieselbe. Made in China. Egal welcher Markenhersteller, ob es Trek ist, Cannondale oder Specialized, bis auf das Luxussegment sind alle Fahrräder in China produziert. Ohne protektionistischen Schutz wie in Europa überschwemmen uns die chinesischen Fahrräder, stellt Brian Keswick ernüchtert fest. Das Preisdumping durch China hat viele Arbeitsplätze in den USA vernichtet. Gerade hier in Pennsylvania, wo die Fahrradindustrie stark war. Kein schönes Gefühl, den Ausverkauf der heimischen Industrie zu befördern, indem man den Kunden chinesische Billigfahrräder verkauft. Aber was hilft's? Keeps my family fed. Wir leben davon. Ich habe zwei Fahrradläden und ich muss meinen Kunden ein Fahrrad unter $400 anbieten. Mit Gangschaltung. Oder ein ganz einfaches Stadtrad unter 300. Ist doch gut, dass ich das kann. Präsident Trump droht zwar mit vielen Strafzöllen, aber das Fahrrad ist nicht dabei. Ladenbesitzer Brian Keswick sieht Protektionismus kritisch. Bei den Fahrrädern aber hätte man ihn brauchen können. Kommt auf die Perspektive an. Leute, deren Jobs nach China oder Taiwan verlagert wurden, sehen das anders als Arbeiter, die sowas noch nie erlebt haben. Dabei heißt es doch, freier Handel bringe Wohlstand für alle. Nicht nur China, auch Deutschland sei mitverantwortlich, dass Amerika Probleme habe, sagt Professor Heribert Dieter. Er lehrt seine Studenten, dass der Titel Exportweltmeister Deutschlands durchaus Tücken hat. Unsere Exportprodukte verkaufen sich nicht nur deshalb so gut, weil sie spitze sind, sondern auch, weil bei uns die Löhne nur moderat steigen und der schwache Euro die Produkte verbilligt. Darüber regt sich Donald Trump auf. Und er hat nicht mal ganz Unrecht. Deutsche Überschüsse heißt Defizite in anderen Ländern. Und Deutschland erwartet, dass der Rest der Welt sich bei Deutschland verschuldet, kritisiert aber den Rest der Welt gerne dafür, dass sie zu hohe Schulden machen. Das passt also hinten und vorne nicht zusammen. Tatsächlich ist globaler Handel vor allem für uns Deutsche ein lukratives Geschäft. Wir exportierten letztes Jahr Waren im Wert von mehr als 1,2 Billionen Euro. Wir, die EU und China haben viel mehr Ex als importiert. Deutschland schreibt einen Überschuss von 250 Milliarden. Die USA dagegen ein Minus von einer halben Billion. Sie importieren viel mehr, als sie exportieren und verschulden sich, um unsere Waren zu kaufen. Auf Dauer nicht gut für die USA. Das Minus der einen ist das Plus der anderen. Wir sind in Bayern an der Fränkischen Saale. Manfred Schmidt arbeitet im Schaeffler-Konzern, einem Unternehmen, das viel in die USA exportiert. Er verdient gut und kann sich deshalb einiges leisten. So auch Produkte, die der freie globale Handel überall anbietet. Der Haushalt von Familie Schmidt ist ein Spiegelbild des freien Handels, wie überall. Mal schauen, woher die Dinge in ihrem Wohnzimmer kommen. Ist überhaupt noch was von hier? Wenig, wenig. Wenn man wahrscheinlich alles raustut, was nicht in Deutschland, ist das Wohnzimmer leer. Tatsächlich. Nichts mehr made in Germany.
bis auf die alte Nähmaschine. Gucken wir mal, ne? Was alles? Zweiter Versuch, die Garderobe von Familie Schmidt. Was für Deutschland dabei ist. Made in Türkei. Made in Bangladesch sogar. Design in Germany. Made in China. Selbst in der Vorratskammer. Lebensmittel aus der ganzen Welt. Jetzt hat es Balsamico drüber. Wie schnell man in diesem Spiel ohne Grenzen zum Verlierer werden kann, haben die Schmidts erlebt. Dem Vater drohte die Arbeitslosigkeit. Sein Job sollte ins günstigere Ausland verlagert werden. Danke dir. Ja, ich hatte auch Angst, dass der Papa kein Geld mehr verdient und dass dann der Papa sich eine neue Arbeit suchen muss. Habt ihr auch schon einen Zettel gekriegt, Leni? Es war ein heftiger Arbeitskampf und nicht das erste Mal. Immer wieder musste die Familie zittern. Wird der Papa arbeitslos? Die Schmidts haben die 10 Jahre alten Fernsehbeiträge aufgehoben. Der Blick in die Wirtschaft. In Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen hatten die Mitarbeiter der Schaeffler KG ihrer Unternehmensleitung ein ungewöhnliches Angebot gemacht. Der Arbeitskampf der Schaeffler-Beschäftigten wurde damals überregional bekannt. Manfred Schmidt und seine Kollegen verzichteten jahrelang auf Lohn, um ihren Arbeitsplatz zu retten. Es hat nichts genutzt. Wir haben jetzt 10 Jahre umsonst, 5 Stunden umsonst die Woche gearbeitet. Und dann kommen sie von heute auf morgen und sagen, wir machen das Werk zu. War für alle Mitarbeiter eigentlich ein Schock, weil wir haben alle gedacht, gut, wir machen 5 Stunden umsonst die Woche. Ist auch ein schönes Geld für die Firma. Die Schattenseite der Globalisierung. Zum Glück bekam Manfred Schmidt doch wieder einen Job bei Schaeffler, nur in einem anderen Werk. Jetzt, wenn noch alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist man der Gewinner, weil man in der Industrie ein schönes Geld verdient. Aber mit Verlagerungen und Werksschließungen, wir hatten jetzt Glück, dass wir in Schweinfurt einen Arbeitsplatz bekommen. Aber wenn es eine andere Firma ist, sagen wir, die Leute können alle gehen, dann ist man ein Verlierer. Gefertigt wird, wo es am billigsten ist. So ist das auch mit den Fahrrädern der Familie Schmidt. Die Marken sind alle deutsch. Wir wissen, wo die Räder wirklich herkommen. Zumindest der Rahmen. Billigproduktion in China. Das hat vor allem die USA hunderttausende Jobs gekostet. Wir sind in Philadelphia. Die Stadt blüht. Aber im Hinterland verschwanden die Jobs und mit ihnen die Fabriken, wie überall in den USA. Sarah Parker und ihre Nachbarin Susan Schweikert sind keine Globalisierungsverlierer und keine Trump-Fans. Aber für die beiden Mütter ist jeder Einkauf im Supermarkt eine Mission. Kauft heimische Waren, buy American. Sarah ist mit diesem Weckruf auf ihrer Website populär geworden. In der USA Lovelist gibt sie tausenden Fans Tipps, wie man die Angebote aus globaler Produktion ersetzen kann. Es geht ihr um Arbeitsplätze. Lass mal sehen, die amerikanische Flagge. Du glaubst nicht, wie oft die nicht in den USA produziert ist. Die ist bei uns hergestellt. Wirklich? Gut. Ich finde es gut, wenn das Herkunftsland vorne draufsteht. Die Leute wollen es echt wissen. Eine Geschenktasche? Made in Indonesien. Die sind alle in Indonesien hergestellt. China. Hergestellt in USA vorne drauf. Das ist die Marke, die ich will. Die ist made in USA. Wir sind in einem großen Laden und das ist eine große Marke, hergestellt in einer kleinen Stadt irgendwo. Aber wenn ich auf das Label achte, weiß ich, dass ich die Leute unterstütze, die sie hergestellt haben. Sarah hat selbst erlebt, wie Arbeitsplätze nach Mexiko verschwanden. Wie das Fabriksterben ganze Landstriche entvölkerte. China. So soll es nicht weitergehen. China.
Nach dem College habe ich Chevrolets verkauft. Als ich ein paar Jahre später wieder dort war, war der Autohändler weg. Verlassen, das Gras wuchs aus allen Ritzen. Die Menschen sind stolz, wenn sie arbeiten und sich was leisten können. Ich glaube, diesen Stolz haben wir verloren. Globale Produkte verstecken ihre Herkunft. Und weil wir es für normal halten, stört es uns nicht mal. Sollte es aber, meinen die beiden. Die Hersteller müssen nicht mitteilen, wo es produziert wurde. Ich glaube nur bei Lebensmitteln und Autos. Wir sind schon froh, wenn sie uns wenigstens etwas mitteilen. Ihr Volvo, ein kleiner Ausrutscher, gibt sie selbst zu. Der schwedische Autohersteller gehört inzwischen einem chinesischen Konzern. Alles, wirklich alles, will sie bei sich zu Hause mit amerikanischen Marken ausstatten. Nur, es klappt nicht so recht. Hier bin ich nicht ganz sicher. Aber ich weiß, dass die Küchenmaschine in Ohio montiert wird. Die Schüssel ist made in Korea. Und das hier kommt aus China. Es gibt keinen Toaster, der in den USA hergestellt ist. Ihre Initiative klingt nationalistischer, als sie es ist. Jedenfalls weiß sich Sarah gegen diesen Vorwurf zu wehren. Nationalistisch wäre es doch nur, wenn wir ausschließlich amerikanische Produkte kaufen würden. Aber wir haben noch eine Riesenauswahl, ob wir Recyclingprodukte wollen oder etwas, das von hier kommt. Als Verbraucher treffen wir viele Entscheidungen, je nach Lebensstil. Ich bin froh, dass wir diese Wahl haben. Für mich ist das alles andere als nationalistisch. Aber was passiert, wenn alle nur noch heimische Produkte kaufen? Wenn die Grenzen dicht gemacht werden und der Protektionismus regiert? Ein Blick zurück klärt auf. Anfang des 20. Jahrhunderts feierten Welthandel und Globalisierung einen ersten Höhepunkt. Danach ging es bergab. Die USA schlitterten in die große Depression. Deutschland in eine schwere Wirtschaftskrise. Abschottung hieß die Devise. Die USA suchten Anfang der 1930er Jahre ihr Heil in aggressivem Protektionismus. Sie erhöhten die Zölle drastisch, um Industrie und Arbeitsplätze zu schützen. Auch wir Deutschen machten die Grenzen dicht. Es kam zu einem gefährlichen Gemisch aus Protektionismus und Nationalismus. Das böse Ende: der Zweite Weltkrieg. Wir haben es mit einer katastrophalen Entwicklung im Welthandel zu tun gehabt. Der Welthandel ging um 2/3 im Volumen innerhalb von 4 Jahren zurück. Das kann man sich aus heutiger Perspektive gar nicht vorstellen. Wenn bei uns mal der Handel um 5% zurückgeht, dann wird das gleich als Riesenkrise tituliert. Er ging damals eben drastisch und dramatisch zurück. Und das war tatsächlich eine Entwicklung, die man auf die protektionistische Politik der Vereinigten Staaten von Amerika zurückführen muss. Sowas darf nie mehr passieren. Bis heute soll die Welthandelsorganisation WTO mit Sitz in Genf den freien Handel regulieren. Wohlstand für alle durch freien Handel, so das Versprechen. Das ist ihr nie richtig gelungen. Im Gegenteil, die WTO wird stark kritisiert und von den USA unter Trump nahezu ignoriert. Droht uns also wieder eine neue Abwärtsspirale durch Protektionismus? Oder muss man genauer hinschauen? In Mühlacker in Baden-Württemberg fertigt die Steuler-Gruppe Fliesen aller Art. Das Geschäft blüht. Es wird kräftig gebaut. Doch Geschäftsführer Peter Wilson hat mächtige Konkurrenz. Aus China. Chinesische Fliesen sind konkurrenzlos billig. Deshalb hat die EU einen Strafzoll auf diese Fliesen festgelegt. 26,3% lasten auf jeder Importfliese. Für heimische Industrie und Arbeitsplätze ein Schutz vor Konkurrenz aus Fernost. Ohne diesen Strafzoll wären die Bäder und Böden bei uns wohl mit China-Ware gepflastert. Ich halte das in der momentanen Situation für gerechtfertigt.
Wir haben eine unausgeglichene Wettbewerbssituation. Wir stellen fest, dass die chinesischen Hersteller Überkapazitäten zu sehr, sehr niedrigen Preisen international absetzen. Und dadurch sehen wir uns dann versetzt in der Situation, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Wir können dann in der Form dann nicht mithalten. Strafzoll auf Fliesen. Protektionismus pur. Aber er schützt Arbeitsplätze und hilft, hier bessere Produktions- und Umweltstandards durchzusetzen, als China sie hat. Wir produzieren hier in Deutschland. Wir sind alle Gesetze, die in Deutschland relevant sind, ausgesetzt. Halten die auch dann ein. Und dementsprechend hat man mehr Kontrolle über die ganzen Umweltaspekte. Haben wir natürlich nicht, wenn es aus dem Ausland kommt. Und hinzu kommt die Verhältnismäßigkeit zwischen Gewicht und Wert. Ist es wirklich sinnvoll, solche Produkte dann auch über einen langen Weg zu transportieren? Gäbe es den Strafzoll nicht, hätten deutsche und europäische Fliesen kaum Chancen gegen die Ware aus China. Ohne diesen Protektionismus wäre nicht nur die Fliese Made in Germany womöglich bald ein Auslaufmodell. Insgesamt verhindern 53 Strafzölle der EU, dass Importe aus China unseren Markt überschwemmen. Auf Stahl, Keramik, ja sogar Bügelbretter. Diese Anti-Dumping-Zölle sind von der Welthandelsorganisation WTO gedeckt. Protektionismus blüht und schützt unsere Arbeitsplätze. Was sich die EU gönnt, nämlich Strafzölle, gewährt sie anderen Ländern nicht. Kamerun. Mamambale auf dem Weg zur Plantage im Dschungel. Sie ist die Chefin der Dorfkooperative im Regenwald nördlich von Yaoundé. Täglich eine Stunde hin und eine zurück. Eine Straße gibt es nicht. Über 2 Tonnen Zwiebeln ernteten sie hier im letzten Jahr. Die Kooperative von Mamambale verkaufte die Zwiebeln auf dem Markt in der fernen Stadt und ernährte damit das ganze kleine Dorf. Für uns sind die Zwiebeln Heilmittel, etwa bei Magen-Darm-Krankheiten. Oder als Antiseptikum. Vor allem machen wir mit den Zwiebeln unsere Soßen. Ohne Zwiebeln käme Kamerun gar nicht aus. Jetzt pflanzen die Frauen des Dorfs Maniok. Jedoch nicht freiwillig. Denn mit dem Zwiebelanbau ist Schluss, seit Importzwiebeln aus Europa den Markt kaputt machen. Eigentlich müsste Kamerun den Importzoll erhöhen, kann es aber nicht. Denn der neue Freihandelsvertrag mit der EU, genannt EPA, verbietet es. Unser Zwiebelanbau ging von hier bis runter zum Fluss. Und bis darüber. Wir konnten unsere ganze Zwiebelernte nicht mehr verkaufen. Wegen der massiven Importe. Und deswegen mussten wir aufhören. Kein Essen ohne Zwiebeln. Hunderttausende Tonnen verbraucht das afrikanische Land im Jahr. Bisher nur Zwiebeln, die hier wuchsen. Die Frauen der Kooperative bereiten das Abendessen vor, wie jeden Tag. Noch haben sie eigene Zwiebeln. Zwiebeln, die sie nicht nur satt machen, sondern auch ihre Existenz auf dem Land sichern. 50 Kilometer weiter südlich, auf dem Markt in der Millionenstadt Yaoundé, sind die einheimischen Zwiebeln auf dem Rückzug. Jeden Morgen kommen hier viele Lastwagen voller Zwiebeln an. Die meisten Importware aus Holland, erkennbar an den roten Netzen. Mamambale hat sich extra stadtfein gemacht und ist wegen der Zwiebeln nach Yaoundé gekommen.
Sie trifft sich mit Yvonne Takang, der Leiterin eines Büros, das die Auswirkung des freien Handels für die Menschen unter die Lupe nimmt. Die Zwiebeln aus Holland sind ein Drittel billiger als die einheimischen, stellen die beiden Frauen fest. Wie geht das, fragen sie sich. Billiger, obwohl sie mit einem Importzoll von 30% belastet sind. Schon die Sache mit den Zwiebeln ist für die Bauern schlimm. Auch andere Produkte wie Knoblauch aus China fluten inzwischen das fruchtbare Kamerun. Wir haben doch keine Chance. Wir brauchen Zeit, um zunächst die heimische Wirtschaft aufzubauen. Dann erst können wir unsere Märkte für die Welt öffnen. Es ist die europäische Überproduktion, die in Afrika Märkte zerstört. Mama Mbale trifft es hart. Was mit Zwiebeln passiert, das kann mit anderen Agrarprodukten bald genauso geschehen. Und die neuen Freihandelsverträge mit der EU erlauben nicht, dass Zölle zum Schutz erhöht werden. Es ist höchste Zeit, dass sie uns unsere eigene Wirtschaft aufbauen lassen, so wie die Länder der EU ja auch Zeit hatten, um groß zu werden. Wir müssen erst stark werden, dann können wir über Freihandelsverträge mit der EU nachdenken. Wir Europäer verweigern den Afrikanern heute, was sie eigentlich dringend brauchen. Schutz der Landwirtschaft und ihrer Industrie, die gerade erst beginnt zu wachsen. Dabei sind wir Deutschen, wie alle Industrienationen, erst groß geworden, weil wir uns anfangs selbst gegen die Konkurrenz von draußen massiv geschützt haben. Nur verschweigen wir das gerne. Ohne Protektionismus wären wir nie zur Industrienation geworden. Schon im Kaiserreich machte Bismarck die Grenzen dicht, um Holz und Getreide aus Russland den Markt zu versperren. Auch die Engländer schützten sich. Sie erfanden das Label Made in Germany, damit die Briten die billigen Messer aus Deutschland identifizieren konnten. Dass Made in Germany zum positiven Markenzeichen wurde, ist eine echte Pointe. Länder predigen dann Freihandel, wenn sie selbst besonders wettbewerbsfähig sind. Sie predigen es für die Sektoren, wo sie selber besonders wettbewerbsfähig sind. Und in den Bereichen, wo sie nicht so wettbewerbsfähig sind, dann lassen sie Protektionismus durchaus zu, siehe Agrarhandel in Europa. Zum Beispiel in der Schweiz. Wir sind im Kanton St. Gallen. Vor wenigen Monaten haben sich die Schweizer Bürger für mehr Ernährungssicherung und Qualität ausgesprochen, per Volksabstimmung. Und er trieb sie an, der Schweizer Bauernpräsident Markus Ritter. Die Eidgenossen wollen ihre Lebensmittelproduktion schützen. Markus Ritter hat hier einen klassischen Familienbetrieb. Der Landwirt weiß um die Gefahren des grenzenlosen, freien Handels. Langsam, langsam, langsam. Wenn der Handel frei wäre über alle Grenzen hinweg, dann wäre sicher hier in der Schweiz keine Lebensmittelproduktion aus betriebswirtschaftlichen Gründen sinnvoll. Die müsste an Orte verlagert werden, wo man am günstigsten produzieren kann, wo die Arbeitskräfte nichts kosten. Aber dann wäre das nicht hier in der Schweiz. Gegenüber dem nächsten Nachbarn der Schweiz, Deutschland, sind allein die Löhne um 50% höher. So günstig wie das europäische Ausland könnte Markus Ritter niemals produzieren. Es geht um die hohe Qualität der heimischen Produkte und um den Schutz der Arbeitsplätze. Das erreichen die Schweizer mit ihren Zöllen, die sie Grenzschutz nennen. Der Unterschied bei diesem Grenzschutz macht auch sehr viel aus, ob ein Betrieb heute rentabel geführt werden kann. Dort, wo der Grenzschutz sehr tief ist, wie zum Beispiel bei der Milch, ist es sehr schwierig. Dort, wo er gut ist, wo er ausreichend ist, auch Gemüse, Früchte, da funktioniert es recht gut in diesen Märkten. Wie genau funktioniert dieser Schutz vor Billigimporten? Erdbeeren kosten normalerweise 3 Franken Zoll pro 100 Kilo bei der Einfuhr. Während der heimischen Erntezeit allerdings 510 Franken Zoll für die gleiche Menge. Praktisch ein Importstopp. Oder Zwiebeln.
Pro 100 Kilo zahlt der Importeur knapp 3 Franken, während der Schweizer Erntezeit aber sind 126 Franken fällig. Beim Kalbfleisch 109 Franken, innerhalb einer festgelegten Einfuhrmenge. Wer mehr importiert, zahlt stolze 2.900 Franken Zoll für 100 Kilo Fleisch. Und Fahrräder? Egal woher, gerade mal 12 Franken Zoll pro Stück. Bauernpräsident Ritter schätzt das flexible Zollsystem. So bleibt die Billigkonkurrenz draußen. Den Schweizern geht es nicht allein um den Schutz der Landwirte, es geht auch um Umweltschutz, artgerechte Tierhaltung und Landschaftsschutz. Nur mit Protektionismus lassen sich solche Werte durchsetzen. Kälberzüchter Ritter glaubt nicht, dass komplett freier Handel saubere Produktionsstandards hochhalten kann. Was ganz wichtig ist, dass wir hier in der Schweiz auch daran glauben, dass wir auch eine ethische Verantwortung haben, hier auch unsere Lebensmittel zu produzieren, die wir können, und uns mit unserer Kaufkraft nicht nur auf dem Weltmarkt möglichst günstig einzudecken. Da spielt nicht nur der Preis, sondern eben auch die ethische Verantwortung eine große Rolle. Den Schutz der heimischen Produktion bezahlen die Schweizer natürlich mit hohen Preisen. Aber sonst wären Bauern in ihrem eigenen Land nicht konkurrenzfähig. Das ist Protektionismus. Und wir machen es nicht viel anders. In Deutschland stecken wir rund 280 Euro Förderung in jeden Hektar. Insgesamt stützen wir Europäer unsere Landwirtschaft mit mehr als 60 Milliarden Euro im Jahr. Eine Folge davon ist die Überproduktion von Milch- und Schweinefleisch, das wir dann günstig nach China exportieren. Auch das ist Protektionismus, nur eben versteckt. So machen es im Übrigen auch die Amerikaner. Sie subventionieren massiv ihre Landwirtschaft und ihre milliardenschweren Agrarkonzerne exportieren in alle Welt. Die Verlierer? Kleinbauern im armen Süden. Zurück in Kamerun. Jahrelang wurden Hühnerteile, die bei uns keiner wollte, von europäischen Konzernen hierher exportiert. Das hat auch die Hühnerzucht von Agnès Coa kaputt gemacht. Keiner kaufte mehr einheimisches Huhn. Bis Kamerun protektionistisch handelte und ein Importverbot für Hühnerteile verhängte. Seit der Importstopp da ist, geht es wieder aufwärts. Im Dörfchen schöpfen sie wieder Hoffnung. Denn sie leben von der Hühnerzucht. Agnès Coa ist die gute Seele vor Ort und die Chefin der kleinen Hühnerfarm, die sie uns jetzt stolz zeigt. Jetzt, wo alles wieder besser wird. Jahrelang waren diese Ställe leer. Europäische, vor allem auch deutsche Hühnerteile waren einfach billiger. Für Agnès Coa war der protektionistische Importstopp ein echter Segen. Es läuft wieder ganz gut. Außerdem liebe ich mein Geschäft. Ich bin so froh. Mit der Hühnerzucht kann man wieder Geld verdienen. Hühnermarkt in Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns. Alles einheimische Tiere, die hier angeboten werden. Nachdem jahrelang Europas Fleischabfälle den Markt beherrschten. Francisco Marie von Brot für die Welt ist auf Inspektionsreise. Er hat vor gut 15 Jahren öffentlich gemacht, wie unsere Hühnerabfälle aus Europa die Märkte Afrikas zerstören. Natürlich freut sich der Experte, dass Kameruns Importstopp für Hühnerteile die heimische Hühnerproduktion wieder aufblühen ließ. Außenschutz funktioniert also. Aber Kamerun kann ihn nicht mehr anwenden. Denn andere Agrarprodukte können, nach Abschluss der Freihandelsverträge mit der EU, nicht mehr ausreichend geschützt werden. Dabei steht für Francisco Marie fest, sie brauchen protektionistische Maßnahmen. Natürlich, es soll geschützt werden, der Markt, solange eben die Produkte nicht mit unseren konkurrieren können. Und das ist auch berechtigt.
Und das ist auch ein System, mit dem viele Länder erst einmal begonnen haben, ihre eigene Produktion aufzubauen. Warum soll das Afrika nicht auch können? Er kennt nicht nur die Preise für die Hühner, er kennt die Nöte der Afrikaner, aller afrikanischen Länder. Die Freihandelsverträge, die die EU den afrikanischen Ländern aufzwingen will, hält er für einseitig und längst nicht mehr zeitgemäß. Sie haben keinen Vorteil für diese Länder, außer das, was sie schon hatten, nämlich den Marktzugang, und müssen dafür ihre Märkte öffnen, Schritt für Schritt. Und diese in Kamerun selbst zum Beispiel kaum mit Möglichkeiten, sich zu schützen. Auch Handwerk und Industrie brauchen protektionistischen Schutz, denn sie stehen ganz am Anfang. Kamerun könnte etwa robuste Motorräder bauen. Heute kommen diese Maschinen aus China. Der freie Handel bringt zwar vielen Menschen Wohlstand, aber er vergrößert auch die Kluft zwischen unten und oben. So gehören den reichsten 10% der Menschen inzwischen 90% des Vermögens. Während die ärmere Hälfte so gut wie gar nichts besitzt, 0,2%. Gewinner ist, wer Geld in Aktien der globalen Konzerne angelegt hat. So hat Alphabet, der Google-Mutterkonzern, seinen Marktwert in wenigen Jahren verfünffacht. Und Apple ist mittlerweile 10-mal so viel wert. Die Wirtschaftsleistung der ganzen Welt ist in gleicher Zeit gerade mal um ein Drittel gewachsen. Während das Kapital ungehemmt um den Globus fließen kann und der Finanzsektor vom freien globalen Kapitalverkehr profitiert. Nur die Besteuerung ist noch immer nicht global geregelt. So parken die größten Konzerne etwa 2,5 Billionen Euro in Steuerschlupflöchern wie den Cayman-Inseln oder Panama. Dort, wo globale Kontrolle gefragt wäre, klappt sie nicht. Auch deshalb werden die Proteste lauter. Etwa beim letzten WTO-Treffen in Buenos Aires. Die WTO, so der Vorwurf, sei ein Kartell für die Interessen der Industriestaaten und deren große global agierende Konzerne. Mamambale hat in dieser Welt hingegen wenig Chancen. Denn ganz ohne Protektionismus ist Handel niemals fair. Vor allem die Lebensmittelproduktion braucht Schutz vor Billigkonkurrenz. Ob im armen Süden oder im reichen Industriestaat. Also wenn wir weiterhin regional Lebensmittel produzieren möchten und nicht nur am günstigsten Ort auf dieser Welt und dann die Lebensmittel nur dorthin gehen, wo die höchste Kaufkraft ist, dann ist ohne Protektionismus das nicht zu erhalten. Aber Protektionismus in einer positiven Form basierend auf Nachhaltigkeit. Afrika braucht keine Fesseln. Afrika braucht Schutz. Nur wenn es ihnen dort besser geht, werden Millionen von Menschen sich nicht auf den Weg machen, ihre Existenz in Europa zu suchen. Das hieße Fluchtursachen bekämpfen. Die Welthandelsregeln sind eigentlich gemacht für die großen Länder, um in den Kleinen zu investieren und die Rohstoffe aus den Kleinen zu bekommen. Es ist sehr viel Heuchelei dabei, gerade im Agrarbereich, wenn gesagt wird, wir brauchen freien Handel und schützt sich selbst enorm, zahlt Subventionen an die eigenen Bauern. Das heißt, es ist einfach ein doppelter Boden. Einer, der nach außen nach Freihandel schreit und einer, der nach innen Schutz praktiziert. Und das kann nicht sein und das ist unfair und hat keine Zukunft, meines Erachtens. Der globale Warenaustausch. Er ist immer auch ein Kampf um Wohlstand, der Gewinner und Verlierer produziert. Wirklich freien Handel hat es nie gegeben. Und wird es auch in Zukunft nicht geben.